Johann Senner hat die Landesgartenschau-Konzeption von Bad Mergentheim seit 2017 begleitet und miterarbeitet. 2020 gab es ja dann den Zuschlag für die Landesgartenschau 2034. Bei der jetzigen Bürgerwerkstatt waren zahlreiche interessierte Bürger mit dabei. Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht, nochmal über das Engagement. Ich finde die Anzahl der Leute heute weit über 100 eine sensationelle Zahl. In der Regel ist es so, je größer die Kommune, desto geringer die Zahl. Also es ist eine gute Bürgerschaft da, ein guter Querschnitt und vor allen Dingen auch die jungen Leute, die uns schon bei der Bewerbung immer wieder überrascht haben mit ihrer wirklich Kreativität. Im Foyer des Kursaals wurden Ideenentwürfe für einen sogenannten Waldbogen am Ketterberg ausgestellt, die Studierende der Hochschule für Technik im Rahmen eines Semesterprojekts erarbeitet haben. Es gibt viele Pläne, die man im Rahmen der Landesgartenschau umsetzen möchte. Hätten wir diese großen Pläne nicht, dann hätten wir jetzt aufgrund der verschärften Situation aus der Pandemie und aus dem Krieg raus tatsächlich die Gefahr, dass man sich verzettelt, dass man sich nur noch an Kleinprojekten abarbeitet, dass man über die Sanierung einer einzelnen Straße streitet und dabei das große Ganze aus den Augen verliert. Die Bürger sollen die verschiedenen Projekte aktiv mitgestalten und tun das auch. Ich habe zwei Sachen angepinnt. Einmal, dass die jetzige Unterführung zugeschüttet wird, dass man über den Platz laufen kann später, breit, so direkt vom Bahnhofsgebäude in die Bahnhofstraße. Und dann habe ich noch ein anderes angepinnt, dass man zu den Gleisen eigentlich am Gebäude vorbeiläuft. Von welcher Warte man auch sieht, es gibt Ideen für die jungen Menschen, was die Älteren dann wieder stört. Also ich denke, das wird schon ein ganz schöner Spagat werden. Das muss heute natürlich dann auch so sein, dass es einladend ist, dass die Innenstadt erreichbar ist. Und dann sind es die großen Linien, dass wir natürlich auch ganz komplexe Platzgestaltungen machen, die dann auch zusammenpassen sollen für die Zukunft, also wo dann auch das eine ins andere greift. Familienfreundlichkeit. Gerade für junge Familien, wenn mit Kleinkindern dabei sind, dass man auch hier eine Attraktivität hervorbringt. Viele Anregungen und Wünsche wurden vorgetragen. Die Verwaltung wird natürlich nicht alles umsetzen können, nimmt Vorschläge aber gerne entgegen. Also ich sag mal so, wenn wir als Stadt so gefragt werden, haben wir natürlich den Anspruch, an allen diesen Punkten entsprechend umzusetzen. Auf jeden Fall wird es so sein, dass wir versuchen wollen, eine klimaresiliente Stadt zu werden, die den Menschen die Möglichkeit bieten, hier gut zu wohnen und gut zu leben. In diesem Jahr wird der sogenannte Rahmenplan für die Bad Mergentheimer Landesgartenschau festgelegt. Er soll Ende des Jahres vom Gemeinderat verabschiedet werden und strukturiert den Weg der Stadt über die nächsten 11 Jahre. Hier wird nochmal gerüttelt und geprüft, sind die Grundstücke tatsächlich verfügbar, sind die Maßnahmen genehmigungsfähig, sind vielleicht mittlerweile andere Vorzeichen dran, sodass der Rahmenplan tatsächlich ja, so ein goldener Faden ist für die Verwaltung einerseits, für den Kämmerer vor allen Dingen auch, was Kosten anbelangt, für die Bürger. Im Mittelpunkt des Ideenteils stehen an diesem Abend die Altstadtplätze, für die Wünsche und Vorschläge gesammelt werden. Der Bahnhofsvorplatz, Deutsch-Ortenplatz oder auch der Marktplatz könnten neben dem Gänsmarkt künftig ebenfalls umstrukturiert werden. Also wir haben ja heute gehört, dass der Gänsmarkt im Prinzip das Starterprojekt für die Landesgartenschau ist. Die Grundsatzplanungen sind festgelegt. Wir sind gerade im Moment dabei, die Vorbereitung für die Entwurfs- und Ausführungsplanung zu machen. Wir werden in den nächsten 4 bis 6 Wochen die Ausschreibungsunterlagen vorbereiten und wir wollen Mitte des Jahres mit den Baumaßnahmen beginnen. Im Laufe des Jahres wird es im Rahmenplanprozess weitere Informations- und Beteiligungsveranstaltungen geben. Dazu gehören beispielsweise Themenspaziergänge, Baustellenführungen, Gespräche mit den Wirtschaftstreibenden und eine für Sommer geplante zweite große Bürgerwerkstatt.